Das ist er, der Gewinner des 10. Kunstpreises der Leipziger Volkszeitung. Er heißt Sebastian Nebe und ist 30 Jahre jung. Dieser Abend ist dabei allein ihm gewidmet. Es ist eine große Auszeichnung, in der Reihe von den Künstlern genannt zu werden, die den Preis schon erhalten haben. Und gleichzeitig hat es mir die Möglichkeit gegeben, eine Einzelausstellung in diesen Kabinetträumen zu realisieren, wovon ich schon lange geträumt habe. Es ist ein begehrter Preis in der Leipziger Kunstszene. Sebastian Nebe konnte sich aus 7 Künstlern durchsetzen. Bei der Entscheidungsfindung waren sich die Juroren einig, sagt Juryvorsitzender Hans-Werner Schmidt. Ist ja schon, ich kann es kaum noch sagen, glaube ich, meine 7. oder 8. Jury-Sitzung gewesen. Die sind doch durch die Bank weg entspannt. Es wird natürlich auch kontrovers diskutiert. Und die Entscheidung für den Kunstpreisträger ist einstimmig gefallen. Die Ausstellung des Künstlers zeigt die Bandbreite seiner Arbeit. Besonders seine narrativen Bilder stechen heraus. Zur Jubiläumsauslobung werden die Motive des Künstlers noch weiter verbreitet. Auch über die Ausstellung hinaus. Dadurch entstand die Idee, die Zeitung in ein Bild zu hüllen und die Titelseite durch den Künstler gestalten zu lassen. Und dieses Bild haben alle Leser heute bekommen und können morgen hier auch im Bildermuseum ihr jeweiliges Exemplar signieren lassen. Der Kunstpreis ist nicht nur ein wichtiges Signal für aufstrebende Künstler. Durch die Tradition des Preises schafft er Stabilität. Das findet auch Leipzigs Kulturbürgermeister Michael Faber. Deshalb ist die LFH so wichtig und dort auch zu nennen, die das als Replik auf gestern, aber auch als Brückenschläger auf morgen mit begleiten. Und das macht einfach große Freude und ich glaube, das darf ich auch sagen, das wird von der Stadt deutlich honoriert. Die Ausstellung von Sebastian Nebe ist noch bis zum 23. Februar im Museum der Bildenden Künste Leipzig zu sehen.